Herzlich willkommen zu Timeout Simulator 15. Hä, ich bin doch Heute noch nicht ohne mal da. Wo bist du Klaus. denn? Hä? Ja, Klaus ist noch Klaus im kommt Menü. immer zu spät. Das Klaus ist ja steht echt. im Stau rum. Sorry, ich hab noch gepennt. Also wenn er so weitermacht, müssen wir den wieder rausschmeißen. Oh nein, please not. Das wird so eine Art Déjà-vu. Nee, Quatsch, das wird gar nichts Déjà-vu hier. Alles anders. Alles ganz klein bisschen anders. Der gute Horst So. und der Wir Josef. müssen jetzt einen kleinen Bagger zur Baustelle fahren und auf einen beitretenden Spieler warten. Hallo, Klaus ist hier bei der Arbeit. Hallo! Schönen guten Abend, Klaus. Schönen guten Morgen, Klaus. Du fährst zum. Ja, Warte hier. mal. Genau, Container beim Baustoffhändler Hey, holen. Mann. Gießwerk. Was, Das Klaus? Container. Wo ist das Ja, Mann, Containerwerk wir hin? gehen schon mal auf die Baustelle. Die anderen sind noch zu faul. Gieß. Fahrzeug, Ladung Bahnhof. befestigen. Stahl. Hammer. Ladung Wasser, befestigen. Schirm, Ich habe die Hafen. Ladung befestigt. Ich habe Ken. den Bagger gesichert hier. Alter, chill deine. Baustoffhändler, meine Güte. Okay. Hermann? Ja? Eine Frage. Wie sollen wir steuern, wenn der Arm uns fast hinten in den Arsch reinhängt? Kannst du mal den Bagger ein bisschen hoch machen? Der hängt fest. Scheiße. Fahr mal ein Stückchen mit dem Bagger nach hinten, ne? Schönen guten Tag, ich hätte gerne einen Container. Nicht angezeigt! Juli! Klaus! Warte Was mal, macht ihr? wie fahr ich denn dieses Drecksteil? Mit Q und E gleichzeitig. Ah! Ja, jetzt steig aus und jetzt bleib mal stehen, jetzt befestigen. Jetzt ist es sicher. Halt, komm her! War ein bisschen Frühsport, oder? Ja, die Baustelle ist ja gleich hier. Ich bin vor dir da. Baustelle. Boah, sind wir jetzt weit gefahren, ha? Ich hätte auch einfach in den Bagger einsteigen können und hier rüberfahren. Löst mal die Bremse, löst mal die Bremse. Ich löse mal die Kette Nein. raus. Warum? Er ist gelockert. Gut. Ich ahne Stimmungsfahrt. Soll ich ihn runterfahren? Ja. Okay. Wie fahre ich rückwärts? Mit A und D. Ah, was macht das Sinn? Ja. Deswegen ist wahrscheinlich schon aufgekommen. Ups. Da war ein Auto auf dem Weg. So. Alter, bei mir hat's die Lautstärke wieder auf 10 zurückgesetzt. Der Fuck. Also übrigens wusste ich, dass das ein Sägewerk in diesem Spiel gibt. Ja. Oh. Ja, jetzt schon. Oh. Ich Ja. glaube, da ist einer beim Sägewerk. Frost! Sind Sie beim Sägewerk? Natürlich. Oh! Ich hol das, was auch immer ich kriegte. Besorge einmal Container von einem Baustoffhändler und Ja, okay. ich irre hier gerade durch die Stadt und ich suche die Baustelle. Um! Und. Hä? Komm hierher! Ich bin ja da. Ah, warte, musst du da. Genau. Alter. Josef! Die sind auf dem Weg. Ich muss deinen Container abstellen. Ach, du musst hier durch. Ich Richtung! dachte, ich muss hier mein. Richtung! Richtung? Richtung! Ich dachte, ich muss meinen Bagger hier abstellen. Nee! Nein! Hermann! Hermann! Oh, no. Wie? Was? Hermann! Hermann! Alter! Jawohl! Welchen Bereich muss ich jetzt ausbaggerisieren?
Der markierte Bereich. Ja, okay, kriege ich hin, glaube ich. Da steht doch 8 da hinten. Hier hinten. Was ist denn überhaupt? Ja, das Ding hat doch so viel PS, wieso fährt es nicht schneller? Du Scha- Alter! Ja, und zurückgesprungen. Hey, es ist wie eine Katze, ich lande immer auf immer auf den Ketten. Ja. Alter, was mach ich? Also, dieses Spiel ist eindeutig... Julia, den Bagger kaputt gemacht. Das Spiel ist eindeutig bugfrei. Ach was, ich weiß gar nicht, was du hast. Die Nachbarn denken sich auch so, was zum Teufel macht... Jawohl! Alter! Halt so hier rüber! Du die tanzt! What the fuck einfach. Du musst da rüber. Ja, wenn ihr es nicht macht, dann komme ich nie da hinten an. Hä, oh, wie steuere ich denn den Arm? WASD. Hey Juli, hör mal auf rumzublödeln. Arbeite mal auf dem richtigen Acker und nicht auf dem daneben. Du sollst nicht für den Nachbar was machen. Was los? Wird, dann ja. Hä? Wie steuere ich denn dieses Ding? Warte mal. Du wusstest das schon. Ist in den Container reinschütten. Ja. Push vor allem weg. Ja, warte mal, ich bin gerade etwas überfordert mit der Steuerung hier. Ich habe mich gerade aufgebockt. Zweimal mit der Baggerschaufel in die Erde reingelunzt und schon fertig, oder was? Ja. Oh, jetzt habe ich es da wieder. Oh. Perfekt! So funktioniert. Hier, guck mal. Guck mal, mein Rüssel ist ganz weit unten. Scheiße, ich hänge fest. Jetzt. Echt? Oh! Ja, guck mal, ich hab's da echt schon fertig. Ja, dann jetzt hier, weg hier. Ja, warte mal. Sachte, weg hier. Ah ja, guck mal, hier das dritte Loch, das krieg ich auch easy hin. Soll ich dich wieder rüberschubsen? Nein, bloß nicht. Über den ganzen Garten zum Nachbarn. Nein. Komm rüber da! Rüber da! Los! Rüber! Schneller! Nein! Los! Doch! So, jetzt pass auf. Nein! Psst, ich bin da. Oh, ich hab daneben gebaggert. Ich hab daneben gebaggert. In den Container. Was macht der Bagger denn? Was machst du? Ja, da passt. Ihre Hilfe. Ja, jetzt hab ich schon wieder daneben gebaggert. Ich hab wieder aufgefangen. Lohnt sich ja echt, dass wir den Container da holen, wenn alles daneben. Wo ist der Erik eigentlich? Ist leicht der, oder? Ich hol das Material ab. Du warst ja ganz so Spaß in dir. Die ganze Zeit nicht. Ja, ich hab hier ein spannendes Leben. Lass mich verarschen. So, jetzt wieder ein bisschen rumspielen. Ja. Warte, warum? Was mach ich? Was mach ich da eigentlich? Ich blende mal jetzt hier wieder F1 aus, so. Hier, guck mal, ich backer hier aus und werf's gleich neben der Mitte. Ja, das ist dann nicht mehr in unserer Verantwortung. Ja, eben. Fuck. Oh, der Bagger ist kalt, der zittert. Ja. Warte mal. Ah, oh, guck mal. Fertig. Du musst den wieder nochmal baggern. Du musst wieder weg hier. Ja, warte mal. Weg. Ja. Weg.
Nein. Okay, ihr müsst jetzt den Container, der leer ist, in das Kieswerk bringen. Okay, mach einfach mal. Ich bin in mein eigenes... Ich bin gerade in mein eigenes Loch gefallen. Wow. Mach der Bagger. Hör mal auf rumzublödeln, Juli. Klaus, ja, benimm dich. Ich fahr hier in mein Loch. Ja, ich bin in meinem eigenen Loch drin. Oh nein. So, ich hab grad ihr Hausdach eingerissen. Benehmt euch, der Horsch ist da. Oh nein. So, was habe ich hier verpasst? Alter. Ui. Ich backe da oben mal den Gehweg. Lass mir da helfen. Ja, helf mir mal. Horst. Warum ist hier unten eigentlich ein Zaun vor der Mauer? Das passt schon so. Hier, Klaus hat. Nee, Klaus bin ich. Horst hat Sachen gebracht. Warum bist du ein Hindernis für mich eigentlich? So, und wo muss ich das Zeug jetzt abladen? Nach da drüben. Okay. Im markierten Bereich würde ich, glaube ich, mal annehmen. Ach, echt? Das war das Vorfahrtsschild. Langsam, ja, komm. Oder willst du es auch rüberschmeißen? Ja, ich lade das von dir ab. Ich fahr hier aber auch wie ein besoffener Adler. Besoffener Adler? Warum besoffener Adler? Wie fährt denn bitte ein besoffener Adler, deiner Meinung nach? Ja, so wie ich. Okay, Horst, jetzt bin ich gespannt, wie du mit dem Kran umgehen kannst. Das ist eine Leitplanke. Lustig. Hui, man kann ja echt springen mit dem Ding hier. Hui. Nee, das findet die Ladung mal endlich, das ja, Mann. Ey, guck mal hier, ich hab hier 1A Löcher gemacht für die Pflanzen. Oh, ja, wirklich tolle Setzlöcher. Müsste eigentlich. Easy. Ja, easy. Hallo. Oh Gott. Heilige Scheiße. Oh Gott. Hast du das eine Setzling, hast du das einfach auf die Seite transportiert oder wie? Ja. Ey, warte, guck mal. Ey, links irgendwas auf dem Boden gesehen. Josef. Lesen. Die haben sich über die 10 Gramm Erde, die drin waren, gefreut. So, Klaus, mal raus aus der Baustelle, bitte. Ach ja, stimmt, ich bin im Weg, sorry. Ja, damit die Josef, du bist auf dem richtigen Weg. Damit die eigentliche Baufirma das jetzt bauen kann. Oh. Klaus, sie sind immer noch im Weg. Und? Katsching! 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 Haben wir schön gemacht. Oh, jetzt bin ich hier vor dem Baum. Ja, drin. Jetzt wieder zurück auf unseren Hof und... Ich kann den ihr Garten nicht betreten. Ja. Das ist eine Schweinerei, ist das. Hermann, wollen Sie vielleicht einsteigen? Nee, ich fahre oben mit. Das ist auch ein weiter Weg. Könntest du jetzt eigentlich auch den Bagger jetzt bei dir rummachen, das Fritzschild?
Nein! Ich glaube, wir kommen in deine Kunst wirklich hoch. Also theoretisch müsste das schon gehen. Motor dreht voll auf und der fährt mit 0,2 km/h daher. Geht noch, geht noch, geht noch. Geht noch. Nope. Ah! Nope. Ich hau es mal ab. So, tschüss. Noch ein Stück, noch. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch. Okay. Stopp. Hörmanns, die können aussteigen. Motor aus, Bandbremse ziehen. Ladung befestigen. Nein. Ladung befestigen. So. Horst, einmal anpacken. Müsste doch eigentlich die Rundumleuchte noch an. Hey! Was geht? Josef, das ist die falsche Richtung. So wird das nichts. Hä? Ich fahr rückwärts. Bei mir drehen sich die Ketten in die falsche Richtung. Bei mir drehen sich, also ich drück halt A und D. Ja, du musst Q und E drücken. Nee, Q und E ist nach vorne. Oh. Alter. Können wir das Ding nicht einfach drauf befestigen? Ja, ich glaube. Es war ja befestigt, aber in dem Moment, wo er eingestiegen ist, hat es wieder gelöst automatisch. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal können wir einfach mit Q und E vorne wegfahren. Ja, Nico, du drehen sie in die falsche Richtung. Steig mal aus. Oh, nee, das wollte ich nicht. Was, nicht genügend Platz zum Aussteigen? Oh! Was war denn das jetzt? Der Turbo-Bagger. Er könnte das Ding wieder immer so schnell sein. Was ist da gerade passiert? Mal wieder ein sehr erfolgreicher Tag hier auf der Baustelle. Wir haben alles gemeistert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schalt gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.